Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Werbepartfest 12. Ja, da ist sie. Diese vermaledeite Kiste. Und was ist drin? Eine High Potion. Und lass mir raten, nochmal eine High Potion. Oh, 79 Kill. Und deswegen bin ich den Weg hier nochmal zurückmarschiert. Naja, Leute. Wir sind wieder da in Final Fantasy 12 und besteigen hier gerade das Leuchtfeuer. Aktuell befinden wir uns jetzt im Richtfeuer, den zweiten Akt. Und dazu, unter Diamantenrecht, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Sinn des Opfers. Das hört sich immer gut an. So, aber wir sind definitiv kein Opfer. Wir sind ein Kämpfer und wir kämpfen immer weiter hier. Beim letzten Mal haben wir hier den ersten Akt abgeschlossen und müssen jetzt schon wieder hier. Oh nein, nein. Bringe nur die Artefakte, die seit Anbeginn der Tage das Naturell allen Lebens sind, um zu öffnen das Portal der Opfer. Okay. Er ist weg. Er ist explodiert. Ich verstehe. Die Items wurden gewandt. Was? Okay, ich kann keine Items einsetzen. Sehr cool. Ein schöner Dungeon. Hör mir doch wurscht, Mann. Komm. Mai! Denkst du, kannst du mich ärgern? Ich setz da meine Tabernakels ein, Mann. Das ist mir doch alles wurscht, Mann. So, komm. Meine Zauber wurden gebannt. Sag's. Sag's. Ich sehe schon, komm, Mann. Das ist ein geiler Dungeon. Der Angriff wurde gebannt. Komm, ich drück da überall drauf, Mann. Ich kann immer angreifen, was soll ich jetzt meinen? Ich mach da irgendwas falsch, ich weiß es doch. Na, wir sind auch dumm. Ich bin auch super dumm, fällt mir gerade auf. Ich müsste halt hier reingehen und einfach mich durchhauen. So. Ach, egal. Nur wenige, die sich dieser Prüfung nur hinsichtlich vorher aufhören, bla 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 bla. So, also im Endeffekt, wir dürfen hier nicht angreifen, aber ich bin auch halt geil, weil ich einfach zwei von diesen scheiß Tabernakels berühre. Ich hätte einfach einen berühren sollen und dann wäre alles super gewesen. So, Gambit müssen wir komplett umwerfen und zwar Folge, ich will nicht Folge einsetzen, ich will Ergo einsetzen. Gegen ein Blickfeld, Ergo. Das heißt im Endeffekt nur, er kann angreifen, ist so traurig. So, ich weiß nicht, was kannst du denn? Oh, er kann ja Blitzer. Ja, okay. Was kann ich, dass er Blitzer kann? Er kann Stein? Stein ist geil. Kann ich die Gegner versteinern, aber es bringt mir auch nicht so viel. Gravitas bringt mir genauso wenig. Ich bin aber auch dumm. Wieso drücke ich auch auf zwei von diesen Scheißsteinen, Mann? Ja gut, Blitzerer. Ich überlege mir, Fran in die Party reinzutun, weil sie ist halt noch eine gute Magierin. Und sie kann halt gar nichts, glaube ich. Lux. Bringt mir alles gar nichts. Sorry, Ash, aber natürlich lieber hier unter Maschinisten rein. Gambit. Gegen dein Blickfeld. Kannst du mal ein bisschen Magie, oder? Oh, geht ja eigentlich. Ja, gut, kann sie auch, aber. Ich weiß gar nicht, sammeln kann sie ja auch. Okay, Vita. Dann muss ich hier das noch anders sagen, dass sie nicht Vita macht, sondern gleich hier. Ah, sie kann aber nur Vita. Ja, geil. Scheiß drauf, wird schon schief gehen, Mann. Nur zaubern. Nur zaubern, Leute. Nur zaubern. Ich finde den Dungeon hammergeil. Okay, aber nee, erstmal ganz erst nochmal, mir gefällt der Dungeon. Also ich finde es dumm. Also es war von mir dumm, aber ich meine, dass ich keine Items einsetzen kann, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ist natürlich geil, weil natürlich jetzt in der Area viel stärkere Gegner sind.
Und jetzt hier so eine schwere Aufforderung habe. Aber ich finde den Dungeon echt vom Prinzip her ganz cool, Mann. Ist das eine schöne Idee? Muss ich sagen, gefällt mir. So, das Doofe ist, ich kann das Gambit von Redders nicht einstellen. Und das heißt im Endeffekt, er macht, was er will. Und aktuell macht er natürlich gar nichts. Naja, was soll man machen, außer durchlaufen, mit der Jaguar hier die Gegner wegzuspammen. Ich meine, schlimm ist es nicht, Mann. Wir kommen da schon durch, aber es ist, wird doch ein wenig nervig. Was setzt denn ihr? Ich wollte sie mir eigentlich nur mal anschauen, die Gegner, aber doch gut. Es kotzt mich gerade hart an, dass immer drei von euch kommen. So, du bist tot. Ah ja, ich habe meine Items gebannt. Ich kann das intakt nicht heilen. Geil. Okay, es ist weg. So, okay, zum Glück geht es automatisch weg. Also, das habe ich jetzt ein großes Problem gehabt. Ich brauche unbedingt die Map, Mann. Möglichst wenig Kämpfe. Ich freue mich schon auf den Boss hier. Weil ich wette, jeder von diesen lustigen Ebenen wird seinen eigenen Boss haben. Ja gut, das blind. Blind kannst mich gern machen. Damit habe ich aktuell gar kein Problem. Naja, wir kommen ja schon durch, aber das Problem ist, ich weiß halt echt nicht, was wir machen sollen. Vorher war das klar, Schattenkugeln sammeln. Ach, diese scheiß Skelettdinger, die nerven am meisten. Langt schon wieder. Aber Leute, ich weiß nicht, was wir genau machen müssen und wo wir hin müssen. Das nervt mich gerade am allermeisten. Da müssen wir sicher nicht lang. Die Map ist ja wieder identisch aufgebaut. Nur, dass diesmal nicht alles kaputt ist. Also das können wir vergessen. Glaube ich, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder in die Mitte des Areals. Ich bete jetzt einfach. Oh ja, geil, aber es wird richtig lustig, Mann. Ihr seht, er hat Valo, Mann. Ich meine, ich könnte zwar klar mit Bann könnte ich das wegmachen. Trotzdem ist. Alter, jetzt mal. Was ist denn das? Geil, jetzt hat er Sturz gemacht. Es ist so hart unfair, dieses Dreckspiel, Mann. Ich habe den Gegner besiegt und er macht Sturz. Ich habe gewonnen und trotzdem habe ich verloren. Was mache ich jetzt? Ich kann Sturz nicht heilen. Leute, ich bin kurz davor zu googeln, wie man Sturz heilt. Ich kann zwar eh kein Item einsetzen. Medica hilft nicht. Es ist so... Ah, okay, doch, ich kann meine Items wieder einsetzen. Aber ich habe trotzdem nichts, was Sturz heilt. Ich habe jetzt eine Sache, die Virus heilt. Das ist schon mal sehr gut. So ein Schmarrn ist das Spiel manchmal, Mann. Braunet. Zauberbesit. Braunet. Ja, ich kann es mal mit Medica versuchen. Ich weiß zwar, dass Medica nicht klappt. Ich müsste. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht. Ich muss mich gerade aufregen über das Spiel, Mann. Es ist einfach alles gerade hässlich, Mann. Okay, aber ich kann mich heilen. Es ist nicht wie bei Virus, dass ich mich nicht heilen kann. Das ist schon mal etwas. Es ist halt einfach nur unfair und scheiße. Und es ist einfach... was mich am meisten abkotzt, Mann. Ich habe den Gegner besiegt, Mann. Und dann kommt diese scheiß Statusveränderung. Und zwar nicht auf einen, sondern auf alle. Es ist halt einfach unfair, aber... Nun gut. Gegner können sich auch inzwischen müssen ja nicht mehr laufen. Die warpen sich natürlich alle. Ist ja eh klar. Und sie implodieren, fragt mich nicht wieso. Aber das ist schon mal ein guter Weg, oder? Ist es zumindest ein. Na, da geht's ja wieder runter. Nee, da will ich nicht hin. Ich hab halt.
Leute, Mann, das ist echt ätzend, Mann, dieses Areal, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich weiß es nicht. Und das Spiel gibt mir auch null Hinweise, wo es lang geht. Also komm, von der Idee ist es zwar eigentlich ganz geil, Mann. Aber von der Aufführung ist es halt schon wieder typisch, weil für die 12 muss man leider einfach so sagen, einfach scheiße, Mann. Ist ja kein Problem, Mann. Vorher habe ich gewusst, okay, da ist eine Tür, da muss ich rein. Aber jetzt, ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach durch und hoffe, dass ich richtig laufe. Und es ist auch so lustig, diese scheiß Starterveränderung. Wisst ihr, was geil ist? Ich kann mich gegen jede Starterveränderung heilen. Außer die Starterveränderung, die ich nicht mehr wegbekomme. Wegen die kann ich mich natürlich nicht heilen. So. Irgendwo hier muss irgendein Dreckstor oder irgendein Schmarrn sein. Ja, natürlich lässt es von der Seite nicht öffnen. Konnte ich auch damit rechnen. Leute, das ist eine Sackgasse hier, dieses. Ja, okay, ich sehe noch einen Weg, wo wir vielleicht lang gehen können. War es eigentlich dann im Endeffekt komplett sinnlos, dass ich hier lang gelaufen bin. Aber ist ja auch wurscht. Komm, tötest sie noch halt mal. Ach ja, stimmt. Jetzt gehen mir auch langsam die TP aus. Alles so madig, Mann. Das hat einfach mal tot auf mich gezaubert habt, oder? Habe ich mir das jetzt eingebildet? Ach komm, Mann, wieso lockt ihr auch eigentlich jeden Gegner, Mann? Ihr seid eh geschwächt, Mann. Wenn ich geschwächt bin, locke ich doch nicht noch jeden Gegner an, oder? Immer machen sie sammeln, das ist immer etwas. So. Da sehe ich schon die Gegner mit lustigen Statusveränderungen. Das ist schon mal sehr aufbauend. So. Ach komm, und schon wieder. Alter, sie kommen alle aus dem Nix immer, Mann. Es ist, also Leute, Mann, das ist etwas, was nicht in allen Spielen ankommt, Mann. Gegner, die aus dem Nix einfach kommen. So, was macht er jetzt? Tötet ihn doch. Da. Hat noch zwei Leben. Komm. Okay, gut, dann habe ich immerhin doch hier den richtigen Weg wieder gefunden. Bitte kein Bossfight am Ende dieses Dun-, also nicht dieser Ebene zumindest. Ich brauche einen Speicherpunkt, damit ich mich mal wieder hier beseelen kann. Wieso bin ich, es wäre eigentlich interessant gewesen. Muss ich durch alle Portale gehen oder hätte ich eigentlich nur durch eins gehen können? Das wäre halt interessant zu wissen. Weil es kann schon sein, dass ich jetzt also wirklich durch alles hier durchlaufen muss. Einmal ohne Items, einmal ohne Angriff und wahrscheinlich einmal ohne Magie. Schön, dass ich nichts sehe. Oder ob ich einfach hier den Gang hätte wählen können. Seid solche Luschen, Mann. Komm. Genau so. Wir müssen aber ein bisschen taktisch hier drauf gehen. So, genau. Gut, immer. Das wollte ich nämlich wissen. Das wollte ich eigentlich vorher nämlich wissen. Ob wenn ich sterbe, der Sturz weggeht. So, und es ist so passiert, Mann. So, und das ist sehr gut, Mann. Das ist sehr gut. Van und Penelo haben keinen Sturz mehr. Das ist schon mal sehr gut. Balfir ist halt einfach zu cool, um zu sterben. Deadwagon hat das immer noch. Aber das ist mir auch wurscht. Das geht schon. So. Wieso bin ich nicht durch den... Habe keine Itemsgang gegangen. Immerhin habe ich wieder Items. Wow, 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 das ist natürlich awesome. Hey, ich habe selbst durch mein cooles Item, das mich alles nur halbe MP kostet, ist das echt ein anstrengender Dungeon. Also ohne Sammeln wärst du hier definitiv Game Over. So, da muss ich nicht lang gehen. Alter. Es kotzt an dem Gegner an, Mann. Er ist immer schon halb tot, dann macht er diesen Wutschlag, dann kriegt er irgendwie keinen Schaden mehr. Und dann teilt er nochmal so einen richtigen schönen Schlag aus. So, hier ging aber immer ganz so lieb. So, jetzt spawnen hier wieder dieses Skelettmonster, oder? Nee, nicht. Okay, gut, hier geht's eh nicht lang. Euch habe ich lieb, Flösche. Ihr könnt eigentlich gar nichts. Obwohl sie machen mir 1000 Schaden mit einer ganz normalen Standardattacke.
Ich hasse euch Skelettkrieger. Mit eurem scheiß Walum und euren ganzen... Und ihr könnt ganz normale Angriffe machen, ja? Tja, das kann ich nicht. Alter, was kommt da jetzt noch? Todesgott. Der sich rumwobbt und deswegen treffe ich ihn nicht. Gegner, die sich warpen und ich deswegen nicht angreifen kann. Sowas macht aber sehr viel Spaß. So. Auf wen berückst du dich? Okay, da muss ich nachhelfen. So, Medica. Aber ich find's ja eigentlich lustig, Mann. Weil normalerweise greifen die sich ja dann immer gegenseitig an oder uns. Aber hier laufen sie einfach nur planlos in der Gegend und das finde ich ehrlich gesagt sehr lustig. So, hier war auch ein Schwachsinn hochzulaufen. Jetzt haben wir die Ebene aber abgegrast. Okay, da oben ist der Gang. Der ist mir leider... Aber nee, bestimmt, wir waren ja hier oben noch gar nicht. Oder? Doch. So, da müssen wir lang. Dankenswerterweise deckt sich immer die Karte so weit auf, dass man immer ein bisschen abschätzen kann, wo man hingehen muss. Und mir ist das... Oh, genau, aber wir hatten ja nicht gerade eben schon diesen lustigen Gegner. Es ist so hässlich. Es ist so hässlich, das Spiel... So, sie muss da hinten allein laufen. Ja, genau, und lass alle Gegner. Ach! Also, komm, sorry, aber manchmal kotzt das Spiel schon hart an, Mann. Jetzt besiege ich gerade alle Gegner, Mann. Sie mich eh schon nerven. Ich bin geschwächt, Mann. Ich bin schwach. Und was kommt? Alle Gegner spawnen einfach mal im 5-Sekunden-Takt nach. Wir sind hier vorhin nicht weniger als 2 Minuten lang gelaufen, Mann. Alle Gegner sind wieder da. Bubaba. Aber nun gut. Dafür habe ich mein wunderschönes Cheat-Item. Dass ich hier mich die Magie nochmal... Ist euch aufgefallen, Van hat, obwohl er Van hier die ganze Zeit Ergo spammt und Vita, hat er nicht einmal sammeln machen müssen. Das ändert sich zwar jetzt auch bald, aber bis jetzt hat er es noch nicht machen müssen. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass ich mit ihm diese wunderschöne Fertigkeit habe, das wunderschöne Item habe, dass seine MP-Kosten halbiert werden. Das ist so awesome. So, unten lang. Oben lang. Unten lang bringt nichts. So, jetzt hau ich auch mal meine fiesen Attacken raus. 11 MP, Mann. Nix, Mann. Natürlich wird es sich lohnen, Schock die ganze Zeit rauszuzaubern. Aber das Problem ist halt dann Schock, es trifft halt immer nur einen Gegner. Und ich habe doch halt lieber meine Attacken, die alle Gegner treffen. Wieso konnten wir mit dem Schiff nicht einfach da nach oben fliegen und ganz relaxed und entspannt oben einsteigen, Mann? Haben wir doch hier an dem Traktorlabor haben wir das auch gemacht, oder? Lief doch auch gut. Wäre ganz geil, wenn ihr auch mal auf den Gegner gehen würdet, der mich angreift, aber nur gut. So, komm, haut's drauf, Jungs. Könnte ich zwar einstellen, aber dafür bin ich zu faul. Ich stehe nicht in der Smogwolke. Also Leute, diese Skelette, Mann, sie langweilen mich so sehr. Ich hasse Gegner. Ich hasse sowas im Spiel, Mann. Wenn ich ein Level habe, meine Gegner sehe und dann, puff, gehst du um die Ecke, kommt aus dem Boden. Sowas hasse ich, Mann. Wieso mache ich konfus, Mann? So, der nächste Stock ist ein Klummel, Mann. Oh, Leute, Mann, das ist so anstrengend, Mann. Bitte, 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 lass es langsam enden oder uns einen kleinen Speicherpunkt hinweisen. Nur mal, um mal wieder aufzurüsten. Danke, Spiel, danke, Spiel. So, das spricht schon mal für Gutes. Wir schaffen ja echt pro Part, schaffen wir hier genau eine so Etappe. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Der Kristallkern, da will ich gerne überspeichern. Das war genau eine, so ein, jawohl. Da konnten wir immer noch angreifen. Das können wir jetzt auch nicht mehr. So. Es ist echt doof, dass wir Redders keine Befehle geben können, oder? Jetzt weiß ich gar nicht. Oh, guck mal, ich nehme alles zurück. Kein Schutzengel. Sanctus-Kanner! Alter Falter. Aber ansonsten kann er auch nichts machen. Erteilt Gegner 1000 Schadenspunkte. Könnte man machen, aber... Mein jetzt auch.
Es passt schon, Raiders. Mach einfach das, was du am besten kannst. So, Hauptsache wir haben es geschafft, liebe Leute. So. Was steht da nun, Lustiges? Unwissender, der dir das Leben geschenkt wurde, wisse, dass an dem geweihten Ort Geogwern Wohlstand zu ewiger Beständigkeit gelangt ist. Ich war schon Geogwern, das sah ehrlich gesagt nicht so wunderbar aus, wenn du mich so fragst. So, also. Boss? Fight? Also ich finde es ein bisschen schade. Ich muss jetzt sagen, auch wenn es ein bisschen blöd ist ohne Angriff, es ist ein echt guter Dungeon, Mann. Wir haben zum ersten Mal wirklich hier richtig schönen, vielfältigen Dungeon, aber er sieht halt, und das ist etwas, was mich echt schon die ganze Zeit im Final Fantasy stört. Wenn du einen Dungeon anfängst, egal wo du dich befindest, er sieht von Anfang bis Ende identisch aus. Die Wege identisch, die Architektur identisch. Und das geht auf Dauer doch ein bisschen auf die Nerven. Man gewöhnt sich dran, aber es ist trotzdem ein bisschen doof. So. Protes, Penelo. Penelo, meine harte Fighterin, oder? Valum. Wir dürfen nicht vergessen. Das vergesse ich die ganze Zeit. Das kann er ja. Deswegen habe ich ihn ja als Zeitmage eigentlich gemacht. Schau dich mal an. Der hat ja so geile Fähigkeiten. Aber ich vergesse immer, dass er sie hat. Hasst, liebe Leute, Mann. Hasst. Aber er zaubert nicht Valum. Egal. Ich vertraue darauf, Van, dass du Valum gezaubert hast. Valum auf Penelo. So. Wie schnell sich das auch auflädt. Gott, wird schon schief gehen, Leute. Was steht denn da? Öffne das Portal, betätige die Blutbinde des Grauens, die zum dritten Faktorum behaust ist. Gierend, ein Zurück gibt es nicht. Ja gut, dachte mir fast. Deswegen gehen wir da rein und räumen auf! Gut, mein Freund, wenn deine Art noch nicht vom Aussterben geil, okay, er blockt Müll. Er blockt Magie. Also, wenn deine Art vom Aussterben noch nicht bedroht ist, dann werde ich jetzt dafür sorgen, mein Freund. So, Bann. Ich verstehe den Fight nicht. Magie blockt da. Geil. Warte mal. Ich kann heute Gambits ja nicht ausschalten. Warte mal, so. Angreifen können wir nicht. Avito, versuch's mal. Alter, 1700 Schaden. Übertreib halt. Komm jetzt, hör auf mit deiner Dreckskopfnuss. Stein. Gambit, jetzt muss ich mal ganz kurz mein Gambit hier ausschalten. Genau. Irgendwas müssen wir uns ausdenken. So kommen wir nicht weiter. Was haben wir denn für Fertigkeiten, Techniken? Schauen wir mal. Ah, okay, wenn wir 1000 Nadel jetzt 100 Mal am Stück machen, dann haben wir gewonnen. Die hat viel zu viel Leben. So, Gegnersgruppen. Also, blinde Wut. Gut, dann machen wir 1000 Stacheln. Wenn du das bis zum Ende des Kampfes machen kannst, wäre das natürlich awesome. Ansonsten, Balfia, du hast auch keine Technik, mit der wir angreifen können. Gut, schauen wir mal, was ein Zeitschlag so bringt. Das wird ein richtiger ätzender Kampf, Mann.
Selbst mit Protes, man macht ja so viel Schaden. Ich habe sein Gambit schlecht eingestellt. Gegner des Gruppenanführers. Mach mal weiter auf Angriff. Und so, Gegner im Blickfeld. So, 1000 Stacheln. Oder von mir aus einen Gegner, das langt auch. 1000 Stacheln, komm. Gambit. Alter, der macht halt Schaden ohne Ende. Mach am besten gar nichts. Gemach kannst machen. Vielleicht klappt es. Ach komm, das ist doch hässlich, wenn er alle Attacken einfach eiskalt blockt. Gambit. Ja, komm, mach nix. Bringt mir alles nix. Stopp. Der blockt doch eh alles. Das mache ich lieber manuell dann. So. Fertigkeit, na, schauen wir mal. Schwarzmagie, das bringt alles nichts. Weißmagie, Defix. Alter, schau dich mal an das Combo an, Mann. So, Defix hat schon mal gar nichts gebracht. Was haben wir noch? Na, geht euch weiter auf Ball 4, Mann, das finde ich gut. Genau, köre ihn. Wie viel Leben hat das Drecksviech denn, Mann? Das dauert 100.000 Jahre, wenn wir das mit diesen scheiß 1000 Nadeln machen. Sammeln. Ja. Zeitschlag. Multiplikator. Verdoppelt bei erfolgreicher Angriffsfolge den Schaden. Super. Warte, jetzt hatte ich gerade mal gesehen, wie viel Leben der Gegner hat. Lauf mir nicht hinterher! Lauf mir nicht hinterher, ich mag dich nicht! Das ist doch ein Schmarrn, Mann, wenn wir das so machen. Komm, was haben wir denn noch? Gerade hat es mir doch das Leben angezeigt, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Einzige... Ich meine, ich kann das schon so schaffen, Mann. Das geht schon irgendwie. Aber es dauert halt 100.000 Jahre. Und es sieht nicht ganz so cool aus, Mann. Aber ich wüsste auch nicht, was wir anders machen sollen. Egal, ich bleibe jetzt einfach mal so stehen, Mann. Oh, mach mal Geschwindigkeit ein bisschen nach oben, dann passt es schon. Habe ich nicht einen Köder auf ihn gemacht? Ich habe doch einen Köder auf ihn gemacht, oder? Er ist schon wieder abgelaufen. So, Grünmagie, Armor auf Ball 4. Ach komm. Ball 4 bewegt. Kann ich dir nicht den Befehl geben? Mach einfach, bleib einfach stehen. Weil es ist hässlich, wenn er mir die ganze Zeit hinterherläuft, Mann. So, weiß man. Sanctus, weiß ich nicht. Okay, du machst weiter. Ich will eigentlich was anderes machen. Und zwar... Gut, weil du mir die ganze Zeit hinterherläufst und es mich gerade echt ankotzt, Ball 4, dann kannst klauen. Oder ein Zeitschlag. Von mir ist noch ein Zeitschlag. Er ist so ein Cheater, dieser Gegner, Mann. Ernsthaft, Mann. Mit diesen Drecksattacken. Ich hau drauf. Und dann ist er. Dann macht er einfach ein fünffacher Combo und dann ist er down. Ist für mich ist das Cheaten, aber nur gut. So, Protes, Ball 4. So, Zeitschlag. Fällt euch eigentlich auf, dass er das einfach nicht macht? Was habe ich denn? Gegner, der am nächsten ist. Einen Gegner dann von mir aus. Also wenn wir das 100.000 Jahre machen, dann kommen wir auch so weiter. Weißmagie, was habe ich denn noch im Repertoire?
Was hast du denn für Grünmarke? Irgendwas Sinnvolles nicht, oder? Super, oh, Armor. Uh, 63. Heißt, wir spielen noch nicht lang genug. Aber es ist, ich verstehe nicht, wieso das nicht macht. Dann machst du halt keinen Zeitschlag. Was habe ich denn noch am Multiplikator? Klauen, von mir ist Klau halt. Hauptsache, du läufst mir nicht die ganze Zeit hinterher. Ach, ich habe ich habe sein Gamepad ausgeschaltet. Nein! Doch! So, jetzt. Klau! So, jetzt haben wir es gleich. Meine lieben Freunde, jetzt machen wir hier nochmal einen Zeitschlag. Macht zwar nicht viel, aber macht mehr als nix. Dann wieder Grünmagie-Armor auf Ball 4. Was anderes kann ich nicht machen. Sacke, wenn wir das so machen, Leute, dann haben wir das Spiel in 5 Jahren durchgespielt, Mann. Der hat aber auch, was hat denn der? 500.000 Leben oder so? Ich weiß es nicht. Er ist aber echt viel zu stark, Mann. So, habe ich eigentlich noch Protest schon wieder nett, oder? Fertigkeiten, Weißmagie, Protest, Ball 4. Fertigkeiten, Grünmagie, Armor, Ball 4. Oh, 567, habt ihr gesehen, hat schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Weißmagie, Protest, Ball 4. Was haben wir denn noch? Ich gehe jetzt mal Risiko ein. Irgendwas müssen wir doch haben noch. Ich habe doch Schlafgar, oder? Glaubt ihr, das klappt? Ich werde dich regenerieren mit saumäßig viel Leben. Das hat geklappt! Leute! Sehr gut, wartet. Gambit, Van. Weg. Und zwar Schlaf. Ich habe doch nur Schlaf, oder? Nicht Schlafgar. Schlafgar wird auf die Zeit ein bisschen teuer. Oder auch nicht. Doch, da hier schlafst du. Gegen ein Blickfeld. So, passt doch. Jetzt einfach drauf spammen. Ohne Ende, Mann. So, von mir ist dann geh halt die ganze Zeit auf Redders. Das ist mir eigentlich inzwischen auch wurscht. So, Protest. Redders. Protes, Ball 4. Leute, also wenn ich den Down hier bekomme, dann lache ich mir auch ins Fäustchen, Mann. So, aber Leute, das machen wir jetzt nicht mehr in diesem Part. Mir ist aufgefallen, wir haben ja schon lange überzogen, Mann. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Das ist ein sehr cooler Kampf und schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, haut rein und viel sehen. Ciao.